Vor genau 2 Monaten sind die Kurpfalzbären in die Vorbereitung gestartet. Jetzt geht's endlich los. Am Samstag startet Ketsch gegen Lindford in die neue Saison. Dabei bleiben die Bären ihrer Philosophie treu. Ein eingespielter Mannschaftskern und viele Nachwuchskräfte aus der eigenen Talentschmiede. Ich denke, das ist gut, dass wir darauf aufbauen. Und ich denke auch, dass es uns in der Saison gut tun wird, dass wir da auch junge Spielerinnen haben, die die Älteren oder die Erfahrenen auch teilweise mal ein bisschen entlasten können und vielleicht auch mal ein bisschen frech dann auftrumpfen können. Aufgetrumpft haben die Bären in der Vorbereitung ein ums andere Mal. Zuletzt waren sie gegen den Erstligisten Bensheim-Auerbach lange auf Augenhöhe. Aber am Ende gewannen die Flames mit 28 zu 25. Im ersten Pflichtspiel im Pokal gegen Mainz 05 folgte dann aber das frühe Aus. Auch deswegen wissen die Bären nicht so richtig, wo die Reise in dieser Saison hinführen soll. Wir haben uns jetzt noch keine konkrete Zielvorgabe gemacht. Wir wollen mal schauen, wie wir in die Saison starten, wie der Verlauf auch ist bis zum Winter erstmal. Und wollen halt schauen, dass wir an die Leistung von letzter Saison anknüpfen und da auch wirklich uns festigen können. Erstmal im Mittelfeld und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Die Bären haben auf gravierende Veränderungen verzichtet. Nur Verena Oswald ist neu. Die Mannschaft kennt sich, ist zusammengewachsen. Ich denke, uns macht unabhängig von dem Leistungshandball auch wirklich das Team aus, dass wir so gut zusammenhalten, so gut zusammen spielen, auch außerhalb vom Feld wirklich gut zusammen funktionieren und wirklich auch eine Einheit sind mit unseren Fans, auch mit den Familien, die uns unterstützen. Und ja, ich denke, das macht viel einfach aus, warum wir auch letzte Saison gerade so erfolgreich sind im zweiten Jahr in der Bundesliga. Erfolgreich wird die Saison aber wohl nur dann, wenn die Bären von größeren Verletzungen verschont bleiben. In der Vorbereitung war das nicht so. Carmen Moser fiel lange Zeit aus, genauso wie Sophia Sommerrock. Im abschließenden Test hat sich dann auch noch Samira Brandt verletzt. Sie hat einen Pferdekuss abbekommen. Für Samstag sollte das Trio fit werden. Pünktlich zum Startschuss in eine hoffentlich erfolgreiche Saison.